Ja, moin, herzlich willkommen zurück bei dem Format, in dem ich versuche, so viele komplexe Wörter wie möglich in gigantische Nebensatzkonstruktionen zu stecken und dabei auch noch lustig zu sein. Ganz zu schweigen von dem Aspekt des innerlichen Todes, aber wofür erkläre ich euch eigentlich, was die 11. Folge einer Serie ist, anstatt einfach loszulegen mit dem Game, das euch bisher entzückt hat wie kein zweites? Vorhang auf und tosender Applaus für Regenbogen 6 Belagerung, das war gerade alles Einsatz, engage. Game Launch, wieder neue Operator, juhu, dann gucken wir doch mal, was die neue Generation absolut realistischer Gadgets so tolles kann. Erwartungen niedrig, Flame-Potenzial hoch, darauf habe ich mich zumindest eingestellt. Als ich dann aber auf den ersten neuen Operator drauf gucke, sehe ich etwas, das mich noch glücklicher macht, als Udyr Jax und Shaco gleichzeitig gebannt zu sehen, ein Scharfschützengewehr. Ironischerweise ist nämlich die Waffe, die meinem Skill-Level eigentlich in allen Spielen am fernsten ist, auch meine liebste, höchstwahrscheinlich ist das meinen COD-Zeiten geschuldet. So schnell wie meine Euphorie kam, ging sie dann aber auch wieder. Von 25.000 spielbaren monetären Einheiten bin ich nämlich ungefähr genauso weit entfernt wie deutsche YouTuber, die aus vorgetäuschter Homosexualität eine Profitaktion machen von einer Existenzberechtigung. Zweiter Operator, mehr Waffen, mehr Gadget, hier ist alles wie gewohnt. Im Anschluss versuche ich nun also zu entscheiden, welchen Operator ich für dieses Video spiele, klicke mich durch mehrere Optionen durch, kann mich aber irgendwie nicht entscheiden. Wie aus dem Nichts trifft mich dann eine Welle an Erinnerungen, ich sehe Trickshot-Montagen aus MW2 vor meinen Augen, das Face-Logo wirbelt durch die Luft, mindestens 30 Logos von Sponsoren wirbeln hinterher, nicht zu vergessen die Dubstep-Musik im Hintergrund. Das war eindeutig ein Zeichen, habe ich an der Stelle dann beschlossen. Gehe wieder auf Kali, gucke kurz, ob 600 Pay-to-Win-Coins viel kosten, entscheide mich dafür, dass sie es nicht tun und werfe Ubisoft meinen PayPal-Account zum Fraß vor. Lasst uns verfickt gehen, meine Freunde, ab ins erste Spiel. Komplett hyped in der Rank-Queue verfalle ich beim bestätigten Merch spontan erstmal wieder in Panik. Sollte die Community den neuen Operator nämlich schon als zu stark befunden haben, würde er jetzt ja immer gebannt werden, das habe ich vielleicht nicht bedacht. Zu meiner Erleichterung und zugunsten des gegnerischen Teams bleibt die Trickshot-Königin aber offen. Los geht es also, Bannphase vorbei, Bomben-Rom selected und tada, wieder nicht nachgedacht, denn natürlich kann man den Operator nur von der Angriffsseite spielen. Da meine Emotionen bereits vor Beginn der ersten Runde jetzt schon mehr hoch und runter gingen als mein Krypto-Portfolio in den letzten 2 Jahren, akzeptiere ich wehleidig mein Schicksal und picke den Typen, der auf der Party sagt, er nehme keine Drogen, aber 5 Minuten später auf dem Balkon steht und Gras raucht. Spawn Nummer 1, ich bekomme Flashbacks zur letzten Blitzrückseiten-Episode, da war dieser Raum nicht gütig zu mir. Nach reiflicher Überlegung, durch welchen Türrahmen ich jetzt am liebsten laufe, ohne dem Team zu helfen, zücke ich meine Secondary und spraye diese Drohne äußerst gekonnt aus dem Leben. Damit hätte ich das letzte Rainbow Six monoton und Ficht dann skilltechnisch auch schon übertroffen, Get Out Hüftfeuert. Da ich in der ersten Runde aber direkt kompletten Sehkraftverlust beweise, versuchen wir das Ganze also nochmal. Diese Drohne versucht mich zu outplayen, hat aber nicht mit meinem unfassbar hohen IQ gerechnet und fällt der absolut nachvollziehbaren Feuerrate meiner Secondary zum Opfer. Ich verstecke mich daraufhin in diesem Teil der Map, wo weder Objectives noch Gegner noch Laufwege der Gegner zu finden sind. Da bin ich auf jeden Fall richtig. Etwas weiter ist die Treppe der Verdammnis wieder. Diesmal handle ich aber präventiv und mache aus dem Boden dieses Treppenhauses spontan Belgien 1914, jedoch ohne Erfolg. Etwas später traut sich dann trotzdem jemand die Treppe hoch, ich demonstriere mit dieser beinahe instantanen Reaktion meine erbliche Anlage zum E-Sportler. Nachdem ich dann ein paar Runden um die Web gejoggt bin, gucke ich wieder vorbei, prefire diesen Lurker komplett kompromisslos weg und bin fortan auf dieser Karte als der Treppenschreck bekannt. Da mein Ego infolge des Erreichens eines Kills in Rainbow Six jetzt aufgeblasen ist als ein überdimensionaler Heißluftballon, sehe ich mich automatisch in der Verantwortung, diese Runde für mein Team zu gewinnen, stürze mich mit der Inkarnation von gerechtfertigten Rückstoß aus dem Fenster und werde direkt mit den Konsequenzen für mein großspuriges Auftreten konfrontiert. Verdient oder nicht, gewonnen haben wir die Runde trotzdem. Da wir immer noch verteidigen müssen, greife ich nochmal zu unserem Arzt ohne Grenzen, aber mit Arcog-Visier. Gut kalkulierter Move, denn mein Team hat den mobilen Ebola-Mischer dabei, ein Glück bin ich da. Ich war der Meinung, hier könnten Gegner spawnen und mit einem Arcog fühlte ich mich in einer gerechtfertigten Position, um mal nach draußen zu gucken, was aber erst nach einer ganz guten Idee klang, bewies ich dann recht schnell als hoffnungsloses Unterfangen, denn niemand im gegnerischen Team scheint an diesem Eingang interessiert zu sein, zumindest nicht solange ich dahinter stehe. Aber immerhin für die Teammates bin ich nützlich. Ein Schuss getroffen, ein Schuss daneben. Ich saß in Mathe zwar weit hinten, aber wenn mich meine dreiseitige hochkomplexe Rechnung nicht täuscht, dann ist das eine exakt 50%ige Accuracy und damit statistisch gesehen im bewertungstechnischen Limbo, aber immerhin besser als alles, was ich sonst im normalen Spielverlauf erreiche. Noch ein wenig Löcher in die Wände starren und das Team regelt das schon, so spielt man Doc of Pro Level, don't add me. Runde 3 und damit ist unsere Zeit zum Leuchten offiziell gekommen. Mit der schnellsten Hand im gesamten Westen wähle ich einen beliebigen Spawnpunkt aus, klicke mit chirurgischer Präzision in Sekundenschnelle auf Kali, was für eine Aktion, die Menge tobt. Meine unbegreifbar hohe APM beweise ich weiter, als mir auffällt, dass ich noch keine Aufsätze verbaut habe und damit startet dann auch schon die Runde. Die Realisierung, dass die Tarnung ein Fehler war, setzt schneller ein, als ich anvisieren kann. Ich habe aber halt keine andere, feels Batman.
Instinktiv hole ich an der ersten Barrikade die Sniper raus und beende die Karriere dieses Stückes Holz mit einem einzigen Schuss. In totaler Begeisterung sowie Überraschung bleibe ich erstmal stehen, bewundere das Kunstwerk, das ich gerade geschaffen habe und beende mein Game-Changing-Play mit diesem zertifizierten Quickscope-Teabag. Nur ein paar Schritte weiter und direkt entwickelt sich diese bisher so hervorragende Runde zu einem absoluten Skandal. Ich schleiche mich von hinten an diesen Gegner an, nehme mir alle Zeit der Welt, um auf das einzig sinnvolle Körperteil in so einer Situation zu zielen, bin eindeutig auf dem Gegner drauf, aber Ubisoft hält nicht viel von adäquaten Hitboxen und mein Schuss landet auf wundersame Weise in den Fliesen, Dockschüsse jedoch in meinem Rückenmark und damit wird meine erste Erfahrung mit Kali direkt ziemlich toxisch. Nächster Versuch mit einer Waffe, die definitiv nicht für mich gemacht ist, Erfolg zu haben, diesmal gehe ich aber etwas cleverer vor und versuche von außen Erfolge zu erzielen. An dieser Wand angekommen, wird gekonnt erstmal die Barrikade kaputt geschossen und wo ein normaler Schuss durchgeht, sollte ja auch ein Gadget-Schuss durchgehen, richtig? Falsch. Um 4 HP ärmer, aber um eine Erfahrung reicher, mache ich mich also auf dem Weg auf das Dach, mag das Dach dann aber doch nicht mehr so gerne und beschließe wieder zu gehen, allerdings nicht ohne meinen spielübergreifenden Endgegner wieder zu begegnen, der dekorierten Kante. Ich brauche halt nicht mal Gegner, um outplayed zu werden, die Map reicht da schon und als ob die letzten 20 Sekunden noch nicht genug waren, versuche ich im Anschluss dieses Fenster ebenfalls zu out-Hüftfeuern. Aber diese Idee war eher so von der semi-guten Sorte, zwei Schüsse gehen nämlich mit vollem Schwung links und rechts in den Fensterrahmen, Schuss 3 macht dann auf, vorsichtiges Pieken, die Wand outplayen, Überraschungsreinschwingen, nochmal um die Ecke pieken und mit einem Hardscope, für den man in jeder Black Ops 2 Lobby den Tod gewünscht bekommen hätte, die Runde securen. Was für ein Play, Kali überkraftet, du beide Geschlechter mögend, weich, bitte verschlechtere. Die nächste Runde gestaltet sich auch nicht viel spannender, als ich bei der weiteren Erforschung der Funktionalitäten meines Gadgets von der brasilianischen Kriminalitätsrate gefickt werde. Der kriminelle Drang war bei der Käfer war anscheinend so hoch, dass sie mich lieber töten wollte, als Warlex anzumachen. Auch okay. Als dann in der letzten Runde diese Nachricht auftaucht, weiß ich schon, dass mein Schicksal besiegelt ist und mein absolut kläglicher Versuch, danach diesen Schuss zu treffen, belegt diese Vermutung ziemlich schnell. Damit habe ich diese Runde Ranked dann aber auch schon genug ruiniert. Aus mir jetzt offensichtlichen Gründen wird Kali auch in der nächsten Runde nicht gebannt. Die Bank wirkt auf mich aber weitaus viabler für ein Scharfschützengewehr, vor dem Vergnügen aber erst die Arbeit, also ab auf die Dev-Seite. Wir starten im Windows-Hauptquartier. Bei dem Versuch, diese Barrikade zu bauen, werfe ich mein mobiles Kriegsverbrechen aus Versehen weg und letztlich stelle ich mein Schild auf, nur um mich dann trotzdem unter diesem Schreibtisch zu verkriechen. Auch zwei weitere Portionen Kriegsverbrechen ändern dann aber nichts daran, dass mein Fehler IQ Roam die Runde auch nicht gewinnt. Wir gehen also lieber direkt weiter und schrauben mit Capcana ein paar Intel Pentium Prozessoren an sämtliche Türrahmen, in der Hoffnung, dass die Gegner sich beim Vorbeilaufen dermaßen vor der niedrigen Rechenleistung erschrecken, dass ihr Herz einen Satz macht und sie an Ort und Stelle umfallen. Während ich mir den Himmel angucke, lässt mein Team sich dann aber fast komplett acen. Auf dem Weg nach unten versucht man mir Anweisungen zu geben, ich bevorzuge jedoch nonverbale Kommunikation. Nach einem kurzen Kill kommt dann aber leider ein auf Death-Werte gebreedetes Hightyra um die Ecke. Und wie man das kennt, kann man da so viel Schaden verursachen, wie man möchte. Tot bekommt man es fast nie. Zu der nächsten Runde sage ich einfach gar nichts und zeige euch nur diese Szene. Geht bitte leise lachen, danke. 0-3, die Hoffnung lebt, mit mir auf Kali sowieso, leider haben wir aber jemanden im Gegnerteam, der gerne Rentner cosplayt, die den ganzen Tag aus dem Fenster gucken. Runde vorbei, Game vorbei, Motivation vorbei, Video geht weiter. In der dritten Bandphase wird mir langsam klar, dass die Belagerungs-Community aktuell definitiv einen dezenten Groll gegen Jekyll hegt. Vielleicht ist er aber auch einfach nur zum Opfer gewählt worden, weil das, was vor seinem Kopf hängt, sogar Dalus Gaming-Brille modetauglich aussehen lässt, man weiß es nicht. Um im Interesse der Gesundheit all unserer Augenrückstoß-Eskapaden wie die letzte auf Doc lieber zu vermeiden, hole ich dieses Mal den Jungen raus, dessen Waffe auf einer Skala genauso viel Rückstoß hat wie Menschen, die ihren Zott Monte vor dem Essen nicht umrühren, Gehirnzellen haben. Null. Ein paar verbarrikadierte Fenster später und wie der hochintelligente Monte-Umrührer, der ich bin, bleibe ich diesmal passiv und halte die Zeit von der letzten Ecke aus. Das eigene Team ist wie gewohnt unzuverlässig und die Runde sieht direkt ziemlich grenzwertig ertragbar aus. Was die Gegner aber vergessen haben, ist, dass wir hier auf deutschem Boden sind. Mit sämtlicher mir zur Verfügung stehenden Macht lade ich also mein Allmann-Chakra auf, klaue diesem Gegner mit zwei kurzen Schüssen seine Existenzberechtigung, spüre dank meines siebten Allmann-Sinns auf der anderen Seite einen weiteren Gegner, roam rüber, aime den Eingang mit deutscher Präzision ab und lasse auch ihn meine zentrale europäische Überlegenheit spüren, lade schneller nach, als sie Bürokratie-Albtraum aussprechen können, schwebe gekonnt zurück zum Bomben-Spot und entziehe auch dem dritten Gegner in feinster Außenamtsmanier sein Aufenthaltsvisum, noch bevor er sich überhaupt ein Regal bei Ikea kaufen konnte. In der nächsten Runde schlägt die brasilianische Kriminalitätsrate nochmal wieder zu, die es mir kurzerhand ermöglicht, zwei Kills außerhalb des Gebäudes zu machen. Damit sind wir dann aber auch schon wieder an der Stelle angekommen, an der ich genug geleistet habe und können zum eigentlichen Content zurückkommen. Kopfhörer rein, Dubstep-Musik an, das Facemember ist wieder in der Stadt. Überforderung startet bei der Drohne und der Suche nach dem Eingang erstreckt sich weiter über das versuchte Zerstören dieser Kamera, die einen achtfachen Zoom benötigt, damit ich erkenne, dass es keine Kamera ist und endet erst, als ich auf dieser Treppe auch auf Biegen und Brechen keinen Gegner treffe. In der nächsten Runde macht ein Gegner aus Versehen den fatalen Fehler, mich über die halbe Map zu pieken, darauf erstmal ein paar nutzlose Gadgets in Fensteröffnungen ballern und beinahe meinen Teammates umbringen. Genug vom vorsichtigen Pieken und rein in die Olga, kaum drin, wird erstmal mit äußerster Vorsicht und Genauigkeit diese Claymore taktisch defused.
Ein Blick um die Ecke lässt mich einen Gegner erkennen, der Junge geht aber direkt auf Kuschelkurs und wird infolge seines Verlangens nach Körperkontakt jedoch leider mit geschätzt ca. 20 mm gehärtetem Stahl konfrontiert, sagen wir einfach, der Stahl war stärker. Mit diesem Kill hole ich uns dann sogar mehr oder weniger mal ein Game, langsam wird's dann aber auch Zeit für die Diamanttarnung, freue mich drauf, bis zum nächsten Mal, euer Rainbow Six Global Elite Spieler. Ihr habt es gewollt, ihr habt es bekommen, Rainbow Six hat vielen gefallen, also muss es mir wohl auch gefallen. Das nächste Monoton-Unfähig wird nochmal was Neues, danach will ich zu Spielen zurück, bei denen ich auch was raffe, ich vermisse nämlich Game-Knowledge in meinen Skripten, also mal sehen, welches Spiel es sonst noch wird. Ansonsten kommt als nächstes mal ein ganz anderes Video, bereitet euch vor und in weniger als 5 Wochen ist mein Praktikum vorbei, aka dann wird geballert, bin hyped. Tschüss.